Hallo, willkommen zurück zu Dave, the greatest diver of all time. Wir sind morgens angekommen. Haben wir? Ich glaube, wir haben versucht, jemanden zu rekrutieren, oder? Lass mich mal bitte ganz kurz zum Sushi-Laden gehen, bevor ich das jetzt irgendwie verdüttel. Was es gibt? Wartezimmer? Oh ne, wir haben nichts hier eingestellt. Ich dachte, das hätten wir gemacht. Aber gut, stelle Personal auf dem aktuellen Cookstar-Bewertungslevel ein. Maximal 2 Bewerber. Auf einem höheren maximal 3 Bewerber. Und auf einem viel höheren maximal 4 Bewerber. Wir machen einfach den Werbeflyer für 50. Und dann... Ja, Einstellung hat begonnen. Dankeschön. Wir könnten bei ihr nochmal ein Training machen. Kostet 200. Bringt aber ihren Service-Dingsbums auch weiter hoch. Sie kann dann auch Getränke servieren als Fähigkeit. Ja, komm. Machen wir mal. Bams. Getränke servieren gelernt. Wunderbärchen. Lass mal quatschen. Nur abends geöffnet, aber so spät abends bin ich zu erschöpft. Ja, bitte bleib bei uns. Die Betriebskosten steigen, je mehr Mitarbeiter hier arbeiten. Wenn du nur billige Gerichte verkaufst, kann es sein, dass du Verluste machst. Ah, nicht so cool. Die Forschung. Wir haben 15. Wir könnten also alles erforschen. Machen wir jetzt einfach mal. Vor allem auch hier. Gewürztes Kajime. Nice. 5 neue Gerichte entwickelt. Geiler Scheiß. Dann lass uns doch gleich mal hier doch nichts gucken. Aber im Interieur haben wir gelesen, wir haben neue Sachen. Es gibt schon interessant aussehende Dinge. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das einfach nur optisch ist. Ja, wir packen da mal hier Sakeflaschen hin. Ich weiß nicht, ob das optisch ist oder ob das auch irgendwas bringt. Und du kannst dir sogar die Tageszeit ändern, wie das dann abends und so aussieht. Sehr cool. Weihnachtsgirlande muss nicht sein im Sommer. Sushi-Messer könnten wir da oben aber noch hinklatschen. Ja, das gefällt mir. Und... Nee, wir nehmen das Bild. Komm schon. Nehmen das Bild und dann kaufen wir das für 50. Okay, erstes Innenelement gekauft. Wunderbärchen. Und wir müssen dann auf jeden Fall heute Abend Cash machen. Cash, 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 Cash. Also, Signal des Seevolkes. Das sollten wir halbwegs in Angriff nehmen, huh? Vielleicht gucken wir auch beim Hai vorbei, wenn das Signal in die Richtung mit... Oh! Ja, hallo, du schon wieder. Tut mir leid, dass ich dich das letzte Mal zu Delfin-Sushi verarbeiten wollte. Wo ist dein Kumpel? Hoch, du musst der Delfin von vorhin sein. Warum sieht es so aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos, der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Okay, was ist mit den Delfinen passiert? Dann folgen wir mal. Oh nein! Wo kommt das Netz her? What the hell? Oh, der Amazonas-Delfin! Piraten müssen ihn verbotenerweise gefangen haben. Oh, da oben steht schon mit B irgendwas abschneiden. Ich sollte schnell sein Netz aufschneiden. Dann machen wir das mal mit... Warte mal. Ah, okay. Habe ich doch richtig gesehen, dass hier irgendwelche Laser sind.
Oh oh. Wird hochgeholt. Ja, ging gut, oder? Ging gut. Hätten zurückschießen sollen. Ach, süß, oder? Goldig. Oh, die haben ein Herz gemacht im Wasser. Süß. Ich dachte, es brezelt ein Herz. Okay. Kriegen wir wieder irgendwie was? Ich meine, ich helfe immer wieder gerne, ne? Aber. Na, scheinbar nicht. Aber schön, dass die. Ach, süß. Schön, dass die in Sicherheit sind. Oh, sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Okay, nice. Ich hoffe, dass keiner von ihnen nochmal erwischt wird. Belohnung. Großer Goldbarren? Okay. Okay. Der Dragon Ball Radar zeigt uns an, wir müssen nach unten rechts. Dann machen wir das auch. Ich sammle in der. Also unterwegs so ein bisschen. Was ein. Und wenn es aggressive Fische sind. Ja, komm. Wir werden wahrscheinlich eh nicht mehr hier hinkommen. Und falls, dann gehen wir sowieso nach oben. Von daher, das einfach mal hier anmachen. Oh, schon wieder falsch rumgedrückt. Ich weiß nicht, warum ich immer RT zuerst drücke. Keinen blassen Schimmer, ey. Okay. Bisschen Sauerstoff in der Dose nehmen wir mit. Na komm, gib mir das. Ja, die Kajima-Algen können wir jetzt wirklich... Oh, okay, warte. Den Hai möchte ich auch. Oh. Haben nicht alle getroffen. Haifischkopf ist nicht verkehrt. Wir könnten mal versuchen, ob wir seine Sachen aufwerten können. Oh, sheesh. Kriege ich dich rangeholt oder wie schaut das aus? So nicht. Der scheint echt viel Life zu haben, aber er blutet immerhin schon mal ordentlich. Okay, auch zum Zerhackstückeln. Ich dachte, wir könnten ihn vielleicht ganz mitnehmen. Alter, wir sind schon bei 20 Kilo angekommen. Waren hier oben nicht irgendwo Munition? Hm. Irgendwas hat hier drüben geleuchtet. Ach, das ist... Oh, hier drüben ist Munition. Sehr nice. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Sicher ist sicher. Was ist das hier? Fragment. Komm, verlasse ich mal. Also wir gehen, wie gesagt, erstmal hier ordentlich nach unten. Ist hier irgendwas aggressiv? Nicht wirklich. Oh. Das sieht spitz aus. Ein Flakon, okay. Oh, oh, sheesh. Wie ist der Seetank? Warte mal, können wir dich mitnehmen oder bist du Deko? Oh, du bist Deko, okay. Dave! Kämpf dagegen an! Wir können nur bis 80 Meter runter. Aber da sind noch 15 Meter zu gehen. Okay. Wow, das ist also der Ort! Hm, mal sehen. Das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befinden sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Hm, wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir der...
den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erstmal nach oben. Oh. Okay. Waren das Stimmen? Ich dachte, ich hätte was gehört. Erstmal hier wieder unter die 80 Meter kommen. Oder über die 80 Meter, je nachdem, wie man das sehen möchte. Gucken wir hier mal an den Seestern. Mal gucken, was hier noch so alles rumfliegt. Schockharpunenspitze, super. Könnten wir doch hier mal versuchen, den zu betäuben. Da rechts ist Oxygen. Na komm. Okay, nehmen wir mich selbst. Schockharpunenspitze. Ist das Ding hier links und rechts im Dübeln? Egal, wie laut das im Video sein mag, ich weiß es nicht. Ah. Schwarzer Essig, dankeschön. Eine rosafarbene Muschel. Wir sollten vielleicht nicht hier nach unten gespült werden. Weil wir sonst so richtig abnippeln, würde ich fast sagen. Wir haben ja noch Sauerstoff auf Knopfdruck. Also das ist jetzt nicht unbedingt das große Problem. Wo kam hier die Strömung raus? Aus dem Felsen, jo. Ich will hier hochgucken. Warnung, die Luft wird knapp, jo, ich weiß. Vielleicht nehmen wir dann doch noch hier Kupfer mit. Ja, haben noch 39, 38, das geht schon. Wir haben ja gesehen, dass da irgendwo rechts eine ganze Chose gewesen ist. Aber vielleicht nicht da, wo ich jetzt gerade hingehe. Oder? Ne, das war nicht hier oben. Ah ja, gut. Dann lass uns mal den halben Tank auffüllen. Arsch. Hat sich eingetintet. Kann ich nachvollziehen. Also nur mit dem linken Flügel von mir ist das so ein bisschen. Oh, ich hätte vielleicht auch die richtige Taste drücken sollen. Wäre von Vorteil gewesen. Na, bist du immer noch nicht ready? As if. Okay, wir können gar nichts mehr aufheben. Oder aufnehmen. Was auch immer. Voll ins Gesicht gespritzt. Ja, danke auch. Zum Glück haben wir die Schutzbrille auf. Ich glaube, irgendwo rechts war so eine Rettungskapsel, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Jo. Dann raus mit 43 Kilo im Gepäck. So, Dr. Bacon, kommst du vorbei oder wie schaut's aus? Oh, er ruft an. Ich habe einen Ort mit dem Signal der Seevolk-Zivilisation gefunden. Ich habe meinen wissenschaftlichen Durst, es zu überprüfen, nicht zügeln. Ich bin gerade auf einer wichtigen Tagung. Bitte besprich das zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Okay. Morgen komm da. Hä? Wie schafft man den Felshafen beiseite? Du musst natürlich eine Bombe benutzen. Oh. Geht das in Ordnung, unter Wasser Bomben zu zünden?
Hattest du nicht von einem Felshaufen irgendwo ganz tief unten gesprochen? Ich bin sicher, das wird schon gehen. Vertrauen wir doch ein wenig auf die Regenerationskraft des Meeres. Er versucht schon wieder, die Dinge zu beschönigen. Aber es gibt ein Problem. Die Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht angekommen. Ich benötige eine Lieferung von einem Bombenexperten, den ich kenne. Anscheinend ist das Schiff vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du ins Meer gehen und Drohnenmaterialien bergen? Drohnenmaterialien? Wie soll ich die im Meer finden? Es ist riesig. Es ist wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von den Strömungen mitgerissen wurden. Suche einen Ort mit Meeresströmung. Das klingt gefährlich. Das klingt wirklich gefährlich. Okay, neuer Maximalwert, Tiefe, Sachen, die wir gefunden haben, Maximalwert, die Dauer, Maximalwert. Jo, alle Fische rübergekarrt. Na dann los. Dann suchen wir was mit Strömungen. Echte Holzmakrele. So echt sieht die aber nicht aus. Also, zumindest was das Holz angeht. Lass mal gucken, dass wir hier strömungsmäßig irgendwo hinkommen. So, was ist hier drin? Verbesserungsbausatz Waffen. Okay. Dann ist die Dreifachachsel auf Level 2 jetzt? Oder wie schaut das aus? Ja, stimmt. Level 2. Und hier ein bisschen Sauerstoff. Schneekarino. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen Bums mitgenommen. Können wir noch gleich mal ausprobieren, wie viel Damage die macht. Wenn wir eh schon so ein bisschen Munition rumfliegen haben. Nice. Betäubungsharpunenspitze am Start. Okay, 15. Ansonsten machte die, glaube ich, vorher 11, ne? Komm, nehmen wir es einfach mal mit. Auch wenn das, ja, zerschredderte Fische sind. So, ein bisschen Holz. Ein bisschen hier, ein bisschen Agar. Oder Agar-Agar. Ich dachte, Agar-Agar wäre das fertige Zeug und Agar ist die Alge, aber hey. Och, die Moräne nicht gesehen. Uff. Und das ist aber auch gut, ne? Jetzt haben wir da einen Rang 3 rausgezogen, anstatt einen Rang 2, wenn wir das aufgespießt hätten. Weil wenn ich... Das müsste eigentlich einen Rang 2 geben. Ja. Aber wenn wir den so gegen die Wand gebasht haben, dass unsere Harpune nicht stecken geblieben ist. Haben wir ein höheres Level davon bekommen. Nice. Nochmal eine Fluchtkapsel und so. Also sind schon ein paar da. Oh no. Okay, wir sind hier richtig. Kameralinse, 0,4 Kilo. Passt. Sojasauce. Nehme ich mit. Bisschen abgestrampelt. Motor, 0,6 Kilogramm. Geht klar. Heidewitzka. Ein Sniper? Nee, nee. Ich bleib mal hier bei dem Dreifachding. Jo. Und der Computerchip. Nice. Und hier ist noch ein bisschen Sauerstoff. Und wieder Stacheln im Weg. Ja, moin. Uff. Fast reingedüdelt. Ich glaube, ich lasse den Pufferfisch jetzt mal. Ach stimmt. Das Ding holen wir uns. Oh, erstmal hier. Erstmal hier warten, ne? Bis die Strömung weg ist. Na komm. Nice.
Was? Ein Unterwasser-Scooter? Boah, voll gegen die Stacheln, dankeschön. Also einmal pieksen reicht nicht. Okay, der zweite Piekser reicht. Plong. Hautstück einer Sepia. Nice. Oh, böses Viech. Okay, wir sind auch etwas kritisch, was die Tiefe angeht. Harpunenspitze Level 1. Ne, wir machen weniger Schaden, aber machen ein bisschen mehr Betäubung. Okay, boosten wir uns mal aus der gefährlichen Tiefe raus. Gestreifte Rotbarbe nehme ich. Ich möchte, glaube ich, zum Hai nach oben. Seetang. Oh. So, noch einmal, oder? Oh, nice, er ist betäubt. Zack, große Barracuda, Stufe 3. Schnieke. Ich nehme jetzt erstmal hier so ein bisschen Sauerstoff her zum schneller schwimmen. Den nachher eventuell. Hier ist kein Hai. Oh. Vielleicht schneide ich dann auch den großen Papageifisch weg. Pfeil. Nicht tödliche Betäubungskanone. Betäubte Kreaturen sind von hochwertiger Klasse. Normale Fische sind nach 8 Sekunden betäubt. Lass mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Fisch ist. Jagen wir mal mehrere rein. Okay, es ist ein normaler Fisch. Hä? Keine Ahnung, was da jetzt das Problem ist, aber vielleicht müssen wir ihn töten, weil wir sind nicht auf maximal Gewicht, ne? Komm, lass mal einfach umschießen. Gucken, ob wir ihn dann verarbeiten können. Ach, der arme Fisch, ne? Ja, dann geht's. Auf 41 Kilo. Nicht schlecht. Also wir können nichts mehr einsammeln, aber wir können ja trotzdem noch hier aufmachen. Ne? Nice. Ah, ja, nee, passt. Ich mach da drüben jetzt. Ich mach da doch noch auf. Zumindest das Ding da rechts. Sauerstoffkapsel. Ja, das Salz lasse ich jetzt liegen. Wir können nichts mehr. Nichts mehr mitnehmen. Okay. Dann hol mich raus hier. War erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Ja, doch. Sollten wir eine Drohne entsenden können? Du hast ganz schön, siehst ganz schön erledigt aus. Ja, die Meeresstürmer haben mich ein bisschen durch die Mangel genommen. Oh, verstehe.
Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne repariert ist und eingesetzt werden kann. Bitte warte eine Weile. Das sollte bis morgen früh erledigt sein. Bis dahin kannst du ja deinen Geschäften nachgehen. Nice. Nochmal Gold, Sojasauce und Salz bekommen. Sehr cool. Ja. Banco approved. Übrigens, Dave, wie läuft es mit deiner Waffe? Ganz gut, aber wenn ich sie benutze, erhalte ich weniger Fischfleisch. Oh, da wird dir das erklärt. Ja, das passiert oft bei kleineren Fischen. Aber bei größeren, stärkeren Fischen wird es einfacher sein, wenn du sie zuerst schwächst. Wenn sie geschwächt sind, fangen sie an zu bluten oder zu trudeln. Beobachte sie genau. Oh, verstehe, dann muss ich besser auf mein Timing achten. Ah, okay. Wenn du gute Waffen brauchst, dann kannst du sie mit Hilfe von Duffs Waffenladen auf deinem Handy herstellen. Denk dran. Okay, das heißt also, du kannst wirklich erstmal so ein bisschen rumballern und die dann, ja, mit der Harpune oder so versuchen zu angeln. Gut. Gut, gut, gut. Dann gucken wir mal ins Menü. Wenn ich das veredeln wollen würde, bräuchte ich 3 Köpfe davon. Das würden aber auf... Ich glaube, wir machen das mal. Dann veredeln wir das hier auf 90. Nice. Ich werde die Teile nicht skippen. Auch wenn wir die schon mal gesehen haben, weil die Teile einfach geil sind. Die Szenen sind so geil. Vor allem die hier. Oh, wie er zittert, die Panik ist so... Das ist zu herrlich. Oh, das geht bis auf über 100. Ja, moin. Dann, ja, lass das mal so weit veredeln, wie es geht. Ja, dann können wir das zwar momentan nicht verkaufen, aber... Komm, wir veredeln alles. Und gucken mal, was übrig bleibt. Alright. Und dann werde ich das mal sortieren nach Aroma. Das mit dem meisten Aroma hauen wir dann auf jeden Fall mal rein. Ich nehme nämlich an, dass je mehr Aroma du an den Mann bringst, desto mehr Likes und sowas bekommst du, ne? Halt, das wollte ich nicht verkaufen. Okay, dann machen wir das. Wir öffnen. Mir mal mich selbst. Wie heißt du gleich mal? Kyoko kann jetzt Getränke auffüllen. Nice. Schwitzt jetzt schon, ohne sich überhaupt mal bewegt zu haben, ne? Perfekt. Ich brauche jemanden für die Küche. Wer von euch war als erstes da? Ich weiß es nicht. Lauf, 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 lauf. Okay, sie ist auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. So, aufgeräumt. Wartet schon lange hier. Dish. Okay, wir lassen das jetzt auch Kyoko machen, weil sie schneller läuft. Ich glaube, sie handelt das auch gut, wer zuerst dran war oder nicht. Los, Kyoko, nimm das. Hätten wir schnellere Produktion, ne? Könnten wir auch mehr bedienen. Oh, shit. Okay, der Abend ist vorbei. Oh Gott. Wow. Du bist zum Falschen gelaufen. What the hell? What the hell? Naja. Nicht so viel Geld bekommen. Aber... Wir haben ein neues Level.
Vielleicht werden wir ab sofort eher die gut schmeckenden Sachen promoten. Hey, Dr. Bacon! Dr. Bacon? Guten Morgen! Leider konnte ich gestern wegen des Symposiums nicht vorbeikommen. Hast du mit Cobra gesprochen? Oh, da fällt mir ein, ich habe Materialien beschafft, die Cobra... Da Cobra mir gesagt hat, dass er gestern eine Drohne repariert hat. Oh, bisschen spät dran, was? Dank dir habe ich die Drohne gut reparieren können. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Hier sind die Bomben, die du haben wolltest. Außerdem... Oh, danke, Dr. Bacon. Werden diese hier genügen? In Ordnung, kehren wir zu dem Felshaufen zurück. Also er ist ganz dabei hier mit Sprengen, ne? Oh, warte. Ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Der Cobra-Laden ist offiziell eröffnet. Was ist das? Die Lieferungen wurden unterbrochen, aber mit einer funktionierenden Drohne kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren. Sprich mich an und ich wähle den Cobra-Laden aus, um eine Liste zu sehen, die sich jeden Tag ändert. Ich kaufe auch ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir auch den Reiter verkaufen an. Oh, ich habe so ein Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst. Aber es ist schön, sich vorbereiten zu können. Tja, ich verlange keine hohen Preise, nur weil ich da als einzige Geschäft hier habe. Also, hab keine Angst, öfter vorbeizuschauen. Ich habe das Gefühl, dass dir gerade deine Geschäftstaktik herausgerutscht ist. Jedenfalls ist es an der Zeit, zum Felshaufen zurückzukehren. Okay. Neuer Inhalt, Cobra-Laden. Du kannst Zusatzobjekte kaufen und deine Objekte in Cobra-Laden verkaufen. Der Cobra-Laden ist nur morgens und nachmittags verfügbar. Gekaufte Objekte können nur einen Tag lang verwendet werden. Vergiss das nicht. Alter, ist hier viel los. Hey, du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Nö, wir sind jeden Tag. Was ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation. Könnt ihr etwas Hilfe brauchen? Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay, aber solltest du so etwas nicht selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschungen. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also lass es dir nicht zu Kopf steigen und jetzt beeil dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit für bis zur Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber da du sagst, es sei für eine Publikation, waren es blaue Muscheln und braune Muscheln? Jupp, scheinbar schon. Nur für den Fall, dass es im Inneren etwas gibt, das es sich zu dokumentieren lohnt. Wie wär's, wenn du diese Unterwasserkamera mitnimmst? Eine Kamera? Genau, für die Forschung wird sie es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu erfassen. Nimm die Kamera mit und ich gebe Bescheid, wenn ich den geeigneten Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Oh, Scheißendreck, ey. So viel Neues! Reden wir mal. Mein Paket ist schon seit einer ganzen Weile nicht angekommen. Ich frage mich, was passiert ist. Okay, das habe ich vor kurzem aus den schwimmenden Überresten eines havarierten Bootes aufgelesen. Es muss sich um einen Unfall gehandelt haben. Ein plötzlicher Unfall mit dem sonst so abgelegenen blauen Loch. Ich glaube, ich habe vor einer Weile einen riesigen Kalmar gesehen. War der darin verwickelt? Ein Riesenkalmar. Hier kann man nichts ausschließen. Bleib immer wachsam. Okay. Dann mal beim Laden verkaufen. Ah, da kannst du deine Standardsachen verkaufen. Ja komm, lass mal die Waffe hier verkaufen. Zack, verkauft. Du kannst ja Holz verkaufen, Seesterne, die silberne Schüssel für 50. Ja, weg damit. Die Teile weiß ich, ob man das vielleicht noch brauchen könnte. Schädel und sowas. 500! Aber vielleicht brauchen wir den Goldbarren für was anderes. Ich weiß es ja nicht, ne? Was hast du denn zum Kaufen? Ein Zusatzgerät, das die Kapazität deiner Sauerstoffflasche vergrößert. Es kann nicht wiederverwendet werden. Erhöht die maximale Kapazität um 10%. Nee, lass mal. Lass mal. Wir gehen in den Eye-Diver und holen uns... ich brauche ein bisschen Geld, muss ich mir aufheben. Wir holen uns mal mehr Tiefe. Und das war's erstmal. Ich brauche das Geld, um Leute einzustellen. Okay, hinter dem Felshaufen. Geh zum Felshaufen und blaue Muscheln und braune Muscheln. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bin so heiß drauf, hier wieder ins Wasser zu gehen, ne? Leute, macht's gut, bis dann und ciao.